Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt und Blood and Wine. Und wir wollen jetzt endlich... Hier trennen sich unsere Wege. Ja, ich wollte eigentlich auf Blitze steigen. Hallo? Echt jetzt? Hier Nein, trennen ja, sich unsere Wege. Blitze, ich will doch nur auf... Hier trennen sich unsere Wege. ...dir reiten. Plätze. Hier Nein. trennen sich unsere Wege. Dann geh ich halt zu Fuß, kannst mich mal. Wir müssen ja immer noch zu Regis den Speichel bringen von dem netten Wicht, was ich ja versaut habe in der letzten Folge. Wo ist der Knacker denn nun wieder hin? Welcher Knacker? Was? Von was redet die Frau? Ja, also ich hab's ja nicht gebackt, ne? Sehr ärgerlich, den Fluch aufzuheben. Aber ich habe ja dann noch so eine Nebenquest gekriegt. Vielleicht kann ich ja da noch was reißen. Mal gucken. Aber nicht mehr jetzt. Ja, super. Hier sind die Wölfchen. Wird auch irgendwo noch ein Panther. Hier ist so ein nettes Viechzeug in der Gegend von dem Dunkelwald. Erinnert mich auch irgendwie an den Hobbit und so und Herr der Ringe. Aber egal. Wir gehen mal über die Brücke. Nicht immer durchs Wasser, Geralt, Mensch. Ehrlich. Mère la chaise longue Friedhof. Ich kann kein Französisch, aber es ist egal. Muss ich jetzt wieder irgendwie mit dem Weg irgendwo durchbahnen oder kann ich diesmal direkt rein? Ja, danke. Sehr freundlich. Okay. Regis, wo steckst du, alter Hauding? Hups, nein, so war das jetzt nicht gemeint. Hallo? Regis? Was ist hier? Nix. Es blubbert. Regis? Was ist hier? Hab ich irgendwas übersehen hier? Nein, da irgendwo ist er, oder? Oh ja. Fleißig, fleißig ist er. Unser Auch Kräutermann. Wenn ein feines Süppchen kochen kann. Du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Geralt. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Okay. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt. Wie es unser Kodex verlangt. Ah ja. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Nette Spione. Ganz schön nützlich, die Raben. Helfen sie dir oft? Ich versuche es mit ihnen nicht zu übertreiben. Aber sie sind so praktisch. Diesmal wollte ich nur sicher sein, dass ich rechtzeitig eintreffe, wenn etwas schief geht. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Was? Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Nee. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Na toll. Und das ist sehr gefährlich. Mhm, kann ich mir schon vorstellen. Gefährlich für wen ja? Wohl für Geralt, oder? Wieso gefährlich? Du bist doch dann auch du selbst, oder? Ja, aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht.
Die Einzelheiten sage ich dir noch. Das wäre gut. Dann, ja, wie? Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Tesha Mutna, ein altes Vampiranwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Ich muss mich vorbereiten. Dieser Ort. Nee, erzähl mir mehr. Tesha Mutna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual. Eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahakma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben. Aber es war nervtötend. Verzeih den Vergleich. Aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahakma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Tesha Mutna wurde daher eine Folterkammer eingerichtet. Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahakma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Na dann ist es doch kein Problem, oder? Dann gehen wir mal. Keine Zeit zu verlieren. Tesha Mutna, bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Nein, nicht noch was. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. ja? Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Gallone. Bist du von Sinnen? Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Oh nein. Nicht doch. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit, nach Tesha Mutna zu gehen. Mir dreht sich der Kopf. Und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Ja. Ziemliche Angst. Tesha Mutna, einige Zeit später. Kommt dieser tolle Sound. Ich habe ja den Soundtrack und da ist ein Titelstück, ein Titel von einem Stück mit dem Namen betitelt. Oh Gott. Die Sprachstörungen werden nicht besser von Folge zu Folge. Verdammt. Wir sind da. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Das dachte ich mir fast. Du redest so komisch. Ja, willst du das wirklich? Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Na gehen toll. Wir bitte. Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Seine Fakultäten? Ich will dich wirklich nicht verletzen. Na super. Bitte schön, nach dir. Geh voran. Wer ist das? Platzer, wir müssen nahe Ihrer Fressstelle sein. Stimmt. Oh. Okay. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Yay! Ich hatte doch gerade so einen blöden Kampf schon hinter mir. Hinter dieser Wand liegt ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener verdammt. Mann. Und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Ja. Jetzt auf damit. Hokuspokus Philippus. Ich habe, glaube ich, noch das falsche Schwert.
Aber nee, das war ja das Stahlschwert, also es ist wurscht. Ich muss ja gegen Monster kämpfen. Was zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Ah ja. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer bleiben. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort, den wir sahen. Okay. Menschenhaltung und Pflege? Kein Witz. Der Autor hat Menschen und ihr Verhalten studiert. Über die Jahre hat er sie gezüchtet. Moralisch fragwürdig, sicher. Aber wissenschaftlich sauber gearbeitet. Super. Das hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Ja. Hier haben viele Wesen ihr Leben ausgehaucht. Na super. Sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was jetzt dann passiert. Es geht doch bestimmt irgendwas schief. Guck mal, da hängt wer. Da geht's ja noch weiter runter. Uah. Die Glyphen sind in den Fels geschnitten. Sie waren mal mit Blut überzogen. Bedeuten sie was? Es sind Zeichen, Symbole für... Du würdest sie Stämme nennen. Nach der Konjunktion in der Welt verteilt. Okay. Meine Ahnen platzierten sie hier, um uns an unsere Herkunft zu erinnern. Da habt ihr euch ja eine nette kleine Bibliothek eingerichtet. In der Tat. Auch wenn ich nicht mitgemacht habe. Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge gingen. Mhm. Die blauen Berge. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garashan. Mein Stamm und Detlefs. Ah. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. So, so. Zellen. Für wen? Ach, dieses Kapitel unserer Geschichte ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Ich will die Dämonen der Vergangenheit lieber nicht beschwören, wenn es dir nichts ausmacht. Okay, ist zu wem gehört dieses Zeichen? Amurun. Sie sind über das Meer gezogen. Kommt ja ganz schön viele, wa? Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet. Oh, das hatte ich schon. Ich dachte... Okay. Was ist da? Mitschrift einer Konversation mit einem niederen Wesen. Das lesen wir uns beim nächsten Mal durch. Einfach so im Nachhinein, wenn wir es überlebt haben. Ich glaube, ich nehme nicht mehr so viel schweres Zeug mit. Nicht, dass ich gleich überladen bin. Falls ich doch irgendwie kämpfen muss, ne? So, da sind wir. Ich muss springen. Oh mein Gott. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich mich so ausdrücken darf. Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Mhm. Tja, also, meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Oh, wie nett. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten. Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen, aber... Ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich unangenehm. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. Okay. Leg die Köder beim Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sie schneller. Ja, und du gehst in den Käfig. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen an. Boah, der kann echt nicht mehr an sich halten, habe ich so das Gefühl.
Das geht gerade hier nicht. Achso. Ich dachte, ich bin gerade wieder zu doof dafür, ne? So. Mach mal ein bisschen schneller vielleicht. Blutmoos. Was will ich jetzt mit Blutmoos? Köder auslegen sollst du, Geralt. Drei erledigt, eins übrig. Meinst du, es funktioniert? Das hoffe ich doch. Der Fleischgestank ist so heftig, der muss bis Novigrad reichen. Und jetzt? Ob der hält? Sieht nicht sehr speziell aus. Ich sagte doch, Kahakma hat sich über 200 Jahre darin ausgetobt. Na super. Der Schein kann täuschen. Und jetzt, mein Lieber? Ach so. Köder ausgelegt. Und jetzt? Ich gehe in den Käfig. Du musst mich anketten. Die Legierung der Stäbe wird mich daran hindern, mich in Nebel zu verwandeln. Ah ja. Stimmt, da war ja was. Ich dachte, das würdest du auch nicht wollen. Ich werde große Schmerzen haben und nichts wollen, als dass sie aufhören. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Na super. Tolles Experiment, ihr zwei. Ganz leicht lebensmüde, Geralt. Beeilung! Die Biester haben die Fährte gefunden. Außerdem ist mir schwindelig. Liegt das am Blut? Wer nie vampirischen Blutdurst erlebt hat, weiß nicht, was Durst eigentlich ist. Na. Und ich muss jetzt gegen diese blöden Viecher kämpfen. Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon, du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Und was, wenn ich es sage? Weiß nicht, ich beruhige dich irgendwie. Bitte, Geralt, das kannst du nicht. Du bist da jetzt durch. Na super. Oh, ich vergaß. Da sind ja Platzer mit dabei. Aha, Regis hat das Blut gerochen. Na super. Platzer! Au! Alles klar soweit? Wow, was ist das? Ein Flatterer, woher kommt der denn auf einmal? Yes. Gut, da kommt nämlich noch mehr. Oh, ich will da... Scheiße! Ich will da Scheiße. Nein, ich bin so ganz leicht abgelenkt. Mist. Blöder Mist aber auch. Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon, du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Und was, wenn ich es sage? Weiß nicht, ich beruhige dich irgendwie. Bitte, Geralt, das kannst du nicht. Wir müssen da jetzt durch. Ja, wir müssen da jetzt durch. Das Ganze musste ich jetzt nochmal machen. Mal schauen. Wir müssen aufpassen, da kommt ja gleich dieser Flatterer. Mal schauen, komm. Falsch gedrückt. Warum kommt denn der nicht näher? Das finde ich jetzt aber seltsam. Hat er sich festgepackt? So, wo? Wo kommen denn die anderen Viecher her? Hat sich echt festgepackt. Was ist los hier? Hallo? Nicht in meiner Nähe. Regis hat das Blut gerochen. Okay. Da kommen die anderen. Ich dachte gerade schon, was ist los? Wo seid ihr? Oh, und da. Oh,
Nein, ich bin da hier irgendwo festbacken. Ich hämmer gerade auf meiner Leertaste rum, das glaubt ihr gar nicht. Und dieser Flatterer, der macht mich total irre. Aua. Ich hab grad ein bisschen Angst. Ja, Regis, ich weiß. Ich tue ja schon mein Bestes. Weg. Boah. Wow. Oh, nein. Schnell weg. Schnell weg. Hey, 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 hey. Mal schauen. Krieg ich den so? Und schnell wieder weg. Das wäre zu schön. Dann kann ich mich um die Platzer noch kümmern, die noch da sind. Au. Okay, den hat's. Alles klar soweit? Was passiert hier? Nicht gerade besser. Hey. Das sind zu viele. Gut, Schaut ein bisschen an. Komm schon, komm näher. Ja, ein paar mehr, ne? Aha. Blöde Kuhle. Können die sich nicht gegenseitig platzen? Oh, schon wieder eine. Ah, ein Katakan diesmal. Na super. Oh, scheiße. Geralt, pass auf. Au, 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 au. Ich sehe hier nichts mehr vor lauter Rumgeplatze. Hey. Ja, ich weiß, Regis. Es tut mir auch so leid. Hallo? Ich würde mich gerne wieder aufladen. Danke. Gleich nochmal. Jawohl. Und ist ein bisschen. Was du zu bieten hast. Halt durch, ich lass dich raus. Oh, okay. Oh. Wie halt durch, ich lass dich raus. Nee. Ganz ehrlich, ich will aber nicht. Nicht ihn rauslassen. Nur Blut von ihm brauchen wir doch. Danke. Schnell. Bevor der hier alles kaputt macht. Du musst noch ein bisschen durchhalten. Das Blut trocknet bald. Dann macht der Geruch dir nichts mehr. Schauen wir mal. Ich hoffe es sehr. Schaut hübsch aus. Oh, Regis, Regis. Und klappt's? Ach, er meditiert mal eben schnell. Ich bring dich hier raus. Der Absurd. Ja, ist ja gut. Na super, jetzt ist er total erledigt. Nicht, dass er uns jetzt doch noch anfällt. In dem Zustand kannst du ihn nicht fertigstellen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Ja? Und was? Hallo, ihr zwei. Ladebildschirm, das ist schön. Wo seid ihr? Ich weiß ja nicht, wie weit Tesha Mutner, oder wie das heißt, entfernt war jetzt von dem Friedhof. Wird es besser? Nicht gerade prickelnd. Es wird eine Weile dauern, bis ich mich erholt habe. Oh ja, der schaut fertig aus. Etwas besser, ja. Danke.
Ja, was ist da passiert? Das will ich eigentlich wissen. Nur, die Aufnahme wird jetzt viel zu lange. Daher muss ich jetzt leider beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.